und Erhard Schäfer begrüße ich in Berlin. Erhard, jetzt ist ja natürlich der Parteivorsitz eine ganz, ganz wichtige Funktion, keine Frage. Aber ganz, ganz wichtig ist ja auch der Fraktionsvorsitz. Wer ist denn dieser neue Name Rolf Mützenich? Also ganz neu ist er nicht. Und auf der anderen Seite ist er einer, der heute für große Erleichterung gesorgt hat. Nicht nur bei der sozialdemokratischen Fraktion im Deutschen Bundestag, sondern querbeet durch die Partei kann man feststellen. Und auch wenn man die sozialen Medien heute mal ein bisschen beobachtet hat, zumindest das, was ich gesehen habe, kein einziges kritisches Wort an ihm, sondern viel Lob, viel Anerkennung, viel Zuversicht. Wie gesagt, große Erleichterung. Rolf Mützenich ist seit 2002 im Deutschen Bundestag, ist ein Außenpolitik-Experte und hat ja nach dem Rückzug von Andrea Nahles das Amt kommissarisch übernommen, weil er der dienstälteste Stellvertreter in der Bundestagsfraktion bei den Fraktionsvorsitzenden gewesen ist und hat das irgendwie aus Verantwortung gemacht, wie er gesagt hat, weil er sich dazu verpflichtet fühlte. Und er hat, wie gesagt, heute dann ein Schreiben an alle Bundestagsabgeordneten verschickt und ihnen mitgeteilt, dass er nach reiflicher Überlegung und nach langem Überlegen diese Verantwortung weitertragen will und dass er vor allem den Abgeordneten das schon vor der Fraktion Anfang September sagen will. Da sieht man schon einen kleinen Unterschied auch zu Andrea Nahles. Rolf Mützenich hat von Anfang an das Gespräch mit allen Abgeordneten gesucht, insbesondere mit den Fachpolitikern, hat sich ausgetauscht, hat deren Expertise quasi eingefordert und insofern hat sich da der Stil auch ein klein wenig verändert schon in der Fraktion, obwohl gerade parlamentarische Sommerpause ist. Und nicht nur deshalb, sondern auch weil er sehr bescheiden auftritt, ist die Begeisterung und Erleichterung halt sehr groß. Wenn jetzt der Fraktionsvorsitz quasi beschlossene Sache ist, sagen wir mal, dann fragen wir uns natürlich alle bei diesem Kandidatenkarussell, wir haben es ja bei den O-Tönen eben auch nochmal gehört, da sind so viele Namen im Spiel, was denn das Neueste, was man weitergeben kann? Es gibt eigentlich im Moment nichts Neues, was die Namen angeht. Das Neueste, was diese Woche bekannt geworden ist, sind die 23 Spielorte für die Kandidatenkür. 23 Termine innerhalb von 5,5 Wochen ab Anfang September sollen die Kandidatinnen und Kandidaten dann absolvieren. Das ist schon ganz sportlich, denn da sind ja nicht nur Großstädte dabei, quer durch die Republik, sondern auch Orte wie Niederolm, Ettlingen oder auch Troisdorf. Da muss man dann auch erstmal hinkommen und dann muss man auch erstmal bestehen. Also da liegt eine Menge vor denen, die da antreten wollen. Drei Duos. Wir haben es gesehen in dem Beitrag, eben drei Einzelbewerber, soweit ist der Stand. Und ansonsten werden halt immer wieder die gehandelt, mit denen man nach wie vor zumindest mit einem oder einer anderen noch rechnet. Eben auch, weil es noch nicht so richtig klar und deutlich ausgeschlossen hat, der niedersächsische Ministerpräsident Weil, der Generalsekretär Klingbeil wird immer wieder genannt, auch die Familienministerin Giffey, Ralf Stegner heißt es, sucht noch nach einer Partnerin, mit der er dann zusammen antreten kann. Das würde für die anderen auch gelten, denn das Duo ist eigentlich so ein bisschen vorgezeichnet, auch wenn Einzelbewerbungen ja nicht ausgeschlossen sind. Also da wartet man noch auf allerlei. Boris Pistorius wird genannt, zusammen mit Petra Köpping aus Sachsen. Da ist noch einiges im Gange. Da wird viel diskutiert hinter den Kulissen im Moment. Und mal schauen, nächste Woche, glaube ich, spätestens oder aller spätestens übernächste Woche werden wir sicherlich den einen und anderen Namen noch zu hören bekommen. Jetzt sind ja die Umfragen im Augenblick weiterhin sehr schlecht für die SPD. Wir haben gerade neue Zahlen vom Politbarometer. Die können wir gerade mal uns anschauen. Da liegt die SPD mit der AfD bei 13%. Jetzt kann man vielleicht noch sagen, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man eben gar nicht weiß, wer die Partei in Zukunft führen will. Aber ja, das ist ein ziemlich schlechtes Ergebnis. Das wäre in der Tat, Michael, in der Tat wäre das ein extrem schlechtes Ergebnis, weil es ja nochmal hinter den letzten Wahlergebnissen liegt, die die SPD eingefahren hat. Und die waren ja schon verheerend. Also das sieht auch nicht besonders gut aus. Man muss in der Tat vielleicht dem ganzen Verfahren zugute halten. Im Moment steht zumindest auf Bundesebene ja erstmal keine Wahl an, soweit wir das wissen, jedenfalls nicht. Dann haben wir Sommerpause, parlamentarische. Wir haben die Kandidatenkür, die ein bisschen auf der Stelle tritt, die, wie gesagt, nächste oder übernächste Woche sich vielleicht ein klein wenig nochmal belebt. Insofern kann von daher nicht so furchtbar viel passieren, zumal man ja auch nicht weiß, wer von den prominenteren Genossinnen und Genossen da noch rauskommt und dann auch mit signalisiert, wohin es denn gehen soll in absehbarer Zeit mit der SPD. Das alles ist relativ offen. Es gibt keine richtige Debatte im Moment auf Bundesebene. Die Diskussion über die Grundrente müsste eigentlich geführt werden, wird aber wahrscheinlich erst dann wieder richtig akut, wenn auch alle aus den Ferien zurück sind. Also da liegt da einiges noch, das ist schwierig, sich im Moment irgendwie sehr auf sich aufmerksam zu machen. Das
kann noch kommen in den nächsten Wochen. Interessant ist noch bei den Umfragen aus dem Politbarometer, dass ja immerhin zwei Sozialdemokraten unter den Top 4 sind, nämlich Heiko Maas und Olaf Scholz. Insofern ist in der Hinsicht für die Sozialdemokratie ist es noch nicht ganz verloren, offensichtlich. Ja, dann nimmt man sich noch ein bisschen Luft. Ganz herzlichen Dank, Erhard Schärfer, nach Berlin.